Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft Tomb Raider Legend, der zehnte Part, und hier geht's gleich ganz wild weiter. Verdammt. Obwohl, ich spring da mal über die Frau. Am Ende falle ich da noch runter. Haltet sie auf Trab! Halt ihr in die Flanke! Also das mit den Schildern näher. Das ist doch scheiße. Komm. Na. Ja, ist klar. Oh, ist das ein Rot? Ja. Sie von hinten an. Ja, komm. Schießt endlich! Ach sich. Naja, aber egal. Na? Ach, ist eine andere Waffenart. Okay. Dann geht's mal hier weiter. Ach, doch wieder wechseln. Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Toll. Muss ich eigentlich springen oder mich ducken? Also bei dem kann ich das jetzt irgendwie schlecht einkalkulieren. Oder so. Das ist echt wieder peinlich, was ich hier abziehe. Ah, Endboss. Also für das Level, zumindest. Amanda, tut mir leid, was geschehen ist. Aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab's nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich hab's gezähmt und unterworfen. Mein Gott! Amanda! Etwas freundlicher als damals im Paraiso. Ich habe ihm einiges beigebracht. Bist du verrückt? Es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Vor allem, Valera. Geh ihm aus dem Weg, Lara. Ich kontrolliere es nicht. Ich entfessle es nur. Es tötet alles in seinem Weg. Vor allem war Lara ist ja aber nicht sehr erschrocken. Ich meine, das. Mein Gott! Weil sie da. Boah, nein. Total schlecht synchronisiert, meiner Meinung nach. Das kam rüber wie bei einem Weihnachtsgeschenk. Mein Gott, dass du mir das schenkst. Und ich. Mein Gott, bist du krank, das ist Vieh gezählt. Ah! Mit den. Nein, da kann ich ja nichts machen, wenn die Kassieren, die Mini-Kassieren da. Der Bosskampf ist eigentlich ziemlich einfach und sehr, sehr simpel. Allerdings muss man auch erstmal darauf kommen, dass man das tut, was man hier tut. Also. Da ist es! Das Schwertfragment! Da oben!
Sip, wie kriege ich das verdammte Ding da raus? Ich, keine Ahnung. Ich weiß ein bisschen was über die Tesla-Technologie, aber dieser Ort hier ist mir ein Rätsel. Also ich muss ehrlich sagen, ich musste wirklich im Internet nach einer Lösung suchen, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin. Was hast du getan? Du bringst uns doch beide um! Das muss das Experiment sein, das war... Weil ich nicht drauf gekommen bin, das zu tun, wie man das hier tun kann. Dann sind wir jetzt... Oh, ich habe Pistolen-Upgrades bekommen. Das heißt, entweder schieße ich schneller oder ich habe mehr Munition. Das heißt, wir begeben uns jetzt nach London oder sowas. Ich weiß es nicht. In irgendein Museum, was über König Arthur geht. Was über König Arthur geht, sagt man das so. Naja. Aber anscheinend geschlossen ist oder so. Ja, und da soll jetzt wieder ein Schwertfragment drin sein. Yay! Die Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden, oder hier war seit Monaten niemand mehr. Hier kommt dann übrigens ein absoluter Hassboss. Hey, was haben wir denn da? Na los, Lara! Zieh schon raus! Nö. Ich wollte jetzt mal gucken, was da oben abgeht. Und was mir das bringt. Ach, da oben ist bestimmt ein Secret, aber wie komme ich da hoch? Geht's noch? Ich sag das gerne, ne? Ist hier nicht eine Kiste oder so? Hallo? Wie soll ich dann da sonst rankommen? Oder wie jetzt? Kann man da hochklettern? Da ist doch eine Kiste. Bin ich blind oder was? Oh, cool, ist Donner. Ich mag Donner voll. Hey. Okay. Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Es ist seit dem Tod des Besitzers, eines gewissen Professor Worth, verlassen. Wenn ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. Ach, hier muss ich ja sogar hin. Sogar ohne Secret. Weil ich ja den Strom anschalten soll. Das erinnert mich irgendwie so an Tomb Raider Angel of Darkness, an diesen Friedhof vor Bouchards Versteck. So, Strom hätten wir. Ich? Nein. Hey, warte, jetzt kannst du doch zurückgehen und Excalibur ausziehen. Das ist nicht Excalibur. Das Schwert im Stein und Excalibur waren zwei verschiedene Schwerter. Was? Artus bekam Excalibur, nachdem das Schwert aus dem Stein im Kampf gegen Pelinor zerbrach. Ach, wieso begreift das denn niemand? Einfach, weil es niemanden interessiert. Jungs.
Sorry. Voll der Streit. Ich hätte nicht rüberspringen dürfen, sondern hätte mich fallen lassen müssen. Naja. Solche Fails passieren mir öfter, ist mir aufgefallen. Zumindest wenn ich das play. Tretet näher und höret die Geschichte von König Artus, wie er von Sir Ector aufgezogen wurde, aber entsprungen. Nein, das vermesse ich mir. Wahrlich, König Uta Pendragons Lenden. Was allein der große Merlin wusste. Dieser wundersame Zauberer brachte den jungen Artus zum Schwerte in Stein, das noch nie jemand zu ziehen vermochte. Artus gelang es jedoch und er wurde zum König von England. Ihr könnt versuchen, das Schwert aus dem Steine zu ziehen, doch nur Merlin weiß, ob ihr würdig seid, es zu betreten. Das wahre König Artus Museum. Okay. Ich lasse euch übrigens die Texte da hören. Ne? Also, da könnt ihr ja immer ein bisschen versuchen vorzuspulen. Aber mich hat's auch interessiert und ich denke mal, es interessiert einige andere auch. Und da lasst euch das mal tun. Ein einziger und wahrer König, Merlin erachtet euch als würdig. Merlin würde sich im Grab umdrehen, wenn er dich hören könnte. Das ist ja mehr als lächerlich. Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Warum hat sie eigentlich die ganze Zeit, läuft sie rum wie eine aufgebrezelte Tusse. Aber sie sind nicht imstande, farblich gesehen, die Schuhe passend zur Jacke zu kaufen. Schäm dich. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches, die fortan als Vorbilder der Ritterlichkeit und Tugend dienen sollten. Wohlgemut kamen sie und eine solche Versammlung war nie zuvor gesehen und das Reich war erfüllt von Jubelgesangen. Hey, drück nochmal auf den Knopf. Das ist für alles da wie eine Elektroschocktherapie. Ich glaube eher, dass es ihm gut tut. Um einen Zwist unter den Rittern zu vermeiden, rief Artus auf Merlins Drängen die Tafelrunde rein. Diese war ein Tisch von mehr quadratischer, noch rechteckiger, nein, von runder Form. Er war ein Symbol der Gleichheit und Einigkeit und von ihm bezogen die Ritter auch ihren Namen. Die Ritter der Tafelrunde. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Jedes Wort. Sehet den Heiligen Gral. Diese Vision vom Kelch Christi erschien Artus und seinen treuen Rittern. Sogleich machten sich einige von ihnen auf, den Heiligen Gral zu suchen. Es waren derer vier: Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Percival und Sir Bors. Weit reisten sie und kehrten doch nie mehr zurück. Nur Sir Galahad erblickte den Gral und sein Herz ward erfüllt von Freude. Woher wissen Sie das? Er ist noch nie zurückgekehrt. Gute Frage. Nicht schlecht. Ja, okay. Das Ende ward jetzt erfüllt mit diesen... Na, Cutscenes war nicht mit diesem Geschwafel eben. Also ja... An die, die das nicht hören wollten, Herrgott, die 2 Minuten habe ich mir Zeit genommen und an die, die es hören wollten, die, ja, die wollten es eben. Ich mache ja jetzt einen Schnitt und verabschiede mich damit erstmal wieder von euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.